Friede sei mit uns von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich freue mich, dass Sie wieder mit hier dabei sind, wenn wir einen Gottesdienst an diesem Sonntag, dem 17. Sonntag nach dem Trinitatisfest, und zwar am 22. September 24 miteinander feiern wollen. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lassen Sie uns stille werden und zu Gott beten. Nach dir, Gott, verlangt mir. Deshalb komme ich zu deiner Gemeinschaft. Ich möchte zu dir beten, dass ich mit dir und mit mir wieder ins Reine komme. Nach dir, Gott, verlangt mir, deshalb möchte ich dir Lieder singen, die mir vertraut sind seit Kindertagen, und doch auch wagen, Neues zu hören und Neues zu sagen. Nach dir, Gott, verlangt mir, deshalb will ich dein Wort hören, nicht allein, sondern zusammen mit anderen, die suchen wie ich selbst. Lass uns zu einer großen Gemeinschaft der Suchenden werden. Schenk uns deinen Geist, dein Wort, deine Stille, dein Aufbruch in diesem Gottesdienst. Amen. Früher, aber auch heute ist es üblich, dass Menschen Gott immer wieder auch loben. Und so haben wir einen großen Psalm auch für diesen Sonntag vorgeschlagen, und es ist der Psalm 138, und ihn möchte ich uns lesen. Da heißt es: Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen und will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue, denn du hast dein Wort herrlich gemacht um deines Namens willen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird's vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Der Predigtext für diesen heutigen Sonntag, er ist aus dem Galaterbrief genommen, dort aus dem 3. Kapitel, und ich lese uns die Verse 26 bis 29. Ihr alle seid ja durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus.
Denn alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als euer Kleid angezogen. Da gilt nicht mehr Jude oder Grieche, nicht mehr versklavt oder frei, nicht mehr Mann oder Frau, denn alle seid ihr einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr damit Nachkommen Abrahams und Empfänger des Erbes, wie es die Verheißung zusagt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir dein Wort annehmen und bewahren. Amen. Wir alle sind Söhne Gottes. Wer sind die wir? Alle, die getauft sind und das neue Kleid angezogen haben. Ja, eine große Schar ist da benannt, und zwar eine große Gemeinschaft. Wir hören aber, dass diese Gemeinschaft sich nicht so einig war. Zwischen den Juden und Christen gab es immer wieder Diskussionen, ob und wer und wie man dann letztlich zu Gott gehört. Hier wird eindeutig festgehalten, man gehört zu Gott, wir sind Gottes Söhne durch die Taufe, durch den Glauben. Durch den Glauben sind wir Söhne Gottes. Es wäre so einfach, wenn da nicht die Praxis wäre. Wer ist im Glauben? Und wer ist getauft? Das Zweite lässt sich noch sehr schnell feststellen. Wer die Taufe vollzogen hat, das ist heute nachprüfbar. Da kann man nachschauen und sagen, ja, natürlich, er ist getauft. Er hat das neue Kleid angezogen. Er ist einer der Gläubigen. Aber schwieriger wird es doch, wenn wir prüfen oder feststellen sollen, wer glaubt, der ist ein Sohn Gottes. Was heißt denn Glaube? Heißt Glaube das, was wir in den letzten Jahrzehnten, vielleicht im letzten Jahrhundert erlebt haben, dass wir einfach zu einer großen Gemeinschaft gehören, weil wir als Kind hineingetauft worden sind, ohne dass man uns gefragt hat, ohne dass wir zugestimmt haben? Und gehört man zu dieser Gemeinschaft, wenn man einmal im Jahr, vielleicht zum Weihnachtsfest, in diese Gemeinschaft gegangen ist, um ein Fest miteinander zu feiern? Gehört man zu dieser Gemeinschaft, wenn man gar nicht an der Gemeinschaft partizipiert, sondern einzig nur sein Obolus abgibt und die sogenannte Zwangskirchensteuer entrichtet? Ist das alles schon das, was hier umschrieben ist? Reicht das aus, wenn man so unterwegs ist? So hat man den Eindruck gehabt, waren die großen Kirchen zufrieden. Wenn einer sein Obolus gezahlt hat, dann war er Mitglied, dann hatte er die Rechte, und wenn er noch getauft war, dann durfte er ja auch Pate stehen, dann durfte er auch wählen und mitbestimmen. Ja, wir haben eigentlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, denn davon ist hier nicht die Rede. Hier ist nicht die Rede, dass der Glaube ans Geld gebunden ist. Und hier ist auch nicht davon die Rede, dass diese Gemeinschaft sich aus Leuten zusammensetzt und dass sie auch Gottes Söhne sind, Menschen, die vielleicht gegen ihren Willen getauft worden sind und die letztlich dann noch eine Zwangssteuer entrichten, die aber dann als Glaubende angesehen werden. Der Glaube wird in der Bibel anders umschrieben. Der Glaube vollzieht sich im Herzen, wird gesagt, und da können wir im Römerbrief Kapitel 10, Vers 10 nachlesen. Der Glaube gründet und funktioniert und spielt sich im Herzen ab. Man kann es also nicht einfach nachprüfen. Wir können nicht in das Herz des anderen sehen. Aber manchmal bekommen wir es ganz deutlich direkt ja zu hören und gesagt. Das hat aber damals auch dennoch Schwierigkeiten bereitet, dass Juden und Christen immer wieder diskutierten, ja, wann ist man ein richtiger Christ? Hier wird aber ganz klar gesagt, letztlich wissen wir es nie ganz, denn wir können ja nicht in das Herz des anderen sehen.
Aber wenn derjenige im Herzen tief glaubt und getauft ist, dann gehört er in die große Gemeinschaft. Und damit haben wir sicherlich auch noch Schwierigkeiten, denn wir sehen heute, dass es da eine große Spaltung gibt zwischen denen, die gesagt haben, wir machen die Agenda der Globalisten nicht mit, wir lassen uns nicht zwingen unter irgendwelche Maßnahmen und wir widersprechen auch dem Satz, Impfen ist Nächstenliebe. Wir wollen auch nicht die Kirchen verschließen, sondern wir wollen sie offen halten und wir wollen auch den Menschen nicht den Rücken zukehren und in den Rücken fallen, sondern wir wollen für die Menschen da sein, auch in gerade solchen schwierigen Zeiten. Wenn wir das heute sehen, dann fragen wir uns ja, ja, wer sind jetzt die Glaubenden und sind wir wirklich alle eins? Dann dürften wir ja so miteinander nicht umgehen. Dann dürften wir ja eine solche Spaltung gar nicht erleben. Wenn wir ein Fundament haben, wenn wir zu Christus gehören, weil wir das neue Kleid angezogen haben und aus dem Herzen glauben, dann sind wir ja letztlich auch Erben und werden das Reich Gottes bekommen und keiner kann es uns wegnehmen. Zwei Dinge sind in diesem Text, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu unterstreichen und noch einmal hervorzuheben. Letztlich sollen wir nicht entscheiden, wer ein richtiger und ein falscher Christ ist, wer wirklich glaubt oder nicht. Wenn jemand sagt, dass er glaubt, dann müssen wir und dürfen wir dieses erst einmal annehmen. Und wir dürfen zum anderen natürlich auch sagen, dass er einer von uns ist, einer aus unserer Gemeinschaft. Wenn er aber sagt, er glaubt, dann haben wir auch eine ganz große Aufgabe, und das wird in der Bibel umschrieben, nämlich uns immer wieder zu erinnern, was denn Glaube wirklich ist, was denn Glaube wirklich in der Praxis dann auch für den anderen heißt. Und da wird es ganz, ganz schwierig oder vielleicht auch einfach, denn Martin Luther hat ja einmal gesagt, an ihren Werken werdet ihr sie erkennen. Das, was ich im Herzen bewege, das werde ich nach draußen zeigen und auch leben. Und so brauchen wir gar nicht zu richten, aber ich denke, wir sollten in unserer großen Gemeinschaft der Gläubigen, der Getauften und die von sich behaupten, dass sie glauben, auch diskutieren, was ist der Glaube. Und der Glaube ist in der Bibel so eindeutig definiert, dass man eben nicht von der Ausgrenzung sprechen kann, dass man von der Nächstenliebe spricht, dass man nicht den Krieg forcieren kann, sondern sich für den Frieden einsetzen sollte, dass man nicht mit Verachtung andere Menschen straft, sondern im Gegenteil alles zum Guten redet und wendet für den Nächsten. Und dass man, so ist es in der Bibel definiert, auch die Achtung voreinander niemals verliert. Das heißt also, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir als Söhne Gottes bezeichnet werden und wenn wir als Erben hier bezeichnet werden, als eine große Gemeinschaft der Christen, die in ganz unterschiedlichen Konfessionen unterwegs sind, dann ist es die Aufgabe, immer wieder auch darüber zu reden, sich auszutauschen und sich gegenseitig auch in geschwisterlicher Liebe zu ermahnen. So heißt es in der Bibel. Seid wachsam, dass ihr im Glauben auch bleibt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns untereinander austauschen. Und nun ist es deshalb so wichtig, weil man nämlich, so wie die Bibel es auch letztlich umschreibt, aus dieser Heilsgewissheit nicht von Gott abgekoppelt werden kann, aber man kann sich von Gott selbst abkoppeln. Und das ist der Unterschied. Gott lässt uns als Getaufte und neu angezogen in diesem neuen Kleid nicht mehr springen und er sagt nicht, ihr habt das nicht verdient, ihr habt also das Reich Gottes jetzt nicht zugute, sondern er hält sein Versprechen. Aber eines ist möglich, dass wir Menschen mit unserem eigenen Verhalten und Handeln und der bewussten Abkehr von diesem Glauben uns dieses Heil verspielen können, des Heils verlustig werden. Das wird in der Bibel sehr wohl benannt.
Ja, und deshalb ist es wichtig, dass wir immer im Gespräch bleiben, dass wir nicht die Wahrheit für uns gepachtet haben, sondern dass wir anhand des Wortes Gottes uns austauschen, was denn wirklich der Wille Gottes ist, was denn Nächstenliebe bedeutet, was denn Frieden bedeutet, was denn letztlich ein Weg im tiefen Gottvertrauen und Glauben hier auf dieser Erde bedeutet. Jesus hat eigentlich in der Bergpredigt es so klar umrissen, dass wir in einem Austausch ganz schnell uns einigen müssten, weil wir ja nicht unseren Maßstab anlegen, was wir finden und was wir denken, sondern letztlich immer die Bibel sprechen lassen, nämlich das Wort Gottes. Leider erfahren wir heute, dass dieses Gespräch kaum geführt wird. Damals wurde es geführt. Da wurde zwischen den Judenchristen und Heidenchristen debattiert. Da wurde gefragt, da wurde verglichen und da wurden Antworten gefunden. Heute spüren wir, dass der Graben so tief ist, dass man einfach das Gespräch gar nicht mehr sucht. Dass es da häufig eine Gruppe gibt, die weiß, dass man da richtig unterwegs ist und die andere, sie möchte dann vielleicht gar nicht mehr darüber sprechen. Es wird der Mantel des Schweigens darüber gebreitet. Über all das, was in den letzten 4 Jahren geschehen ist, über all das, was vielleicht in der Kirche sich fehlentwickelt hat, was vollkommen konträr der eigentlichen biblischen Botschaft läuft. Und so stehen wir heute vor einem großen Dilemma, dass wir uns die Frage stellen, ja, wie sollen wir als eine Gemeinschaft in einer schweren Zeit durchstehen? Wie können wir gemeinsam dieses Erbe empfangen, wenn wir untereinander nicht mehr reden, nicht mehr miteinander umgehen, wenn wir auch nicht mehr Suchende sind, sondern einfach die Dinge, die geschehen sind, so belassen? Hier in diesem Text werden wir erinnert, dass wir zusammengehören. Wir sind Söhne Gottes. Oder Gottes Kinder, wie man das sagen möchte. Heute wird ja das kuriose Bild immer wieder verwandt und viele sagen, ich bin Gott. Weit gefehlt, wir sind nicht Gott. Und wenn man das noch so auseinanderfädelt und sagt, ja, das ist Gott in der Ich-Form, in der Du-Form, das sind philosophische Abwege, die mit der Bibel nichts, aber auch gar nichts zu tun haben, sondern wir bleiben entweder Kinder Gottes oder Söhne Gottes. Und das heißt, dass wir zusammengehören. Und wenn wir zusammengehören, dann gilt es auch gemeinsam, das Gespräch zu suchen, die Wahrheit zu suchen und dann letztlich als neu Eingekleidete, so wie es Paulus hier sagt, dieses Leben auch zu leben. Und das heißt eben nicht mehr dem Bösen nachjagen, die Denunzierung nicht mitzumachen, die Verachtung einer anderen Menschengruppe nicht zu unterstreichen, den Krieg nicht zu forcieren und schon gar nicht Menschen hochzujubeln, die anderen Menschen Schaden zufügen. Ob das dabei geschieht, dass da Wirtschaft zerstört wird oder dass die Gesundheit zunichte gemacht wird oder dass die Freiheit von Menschen genommen wird. Wir haben also hier eine ganz große Erinnerung und gleichzeitig auch ein Maßstab, nach dem wir uns richten können. Und wenn der Glaube, wie es im Römerbrief heißt, im Herzen sich vollzieht und stattfindet, man sieht nur mit dem Herzen gut, wir kennen diesen Spruch vom kleinen Prinzen, dann ist es doch so, dass wir miteinander nur unterwegs sein können, wenn wir wieder aufeinander zugehen. Und das ist mein großer Appell auch an all jene, die das Gespräch nicht mehr pflegen wollen, die einfach so tun wollen, als ob man den christlichen Glauben fernab von der jetzigen Realität und Situation weiterleben könnte und dass jeder für sich seinen Weg suchen müsste. Nein, es ist ein gemeinsamer Weg, der hier unterstrichen wird. Es ist eine gemeinsame Sicht, es ist ein gemeinsamer Glaube, es sind gemeinsame Werte, die uns verbinden. Und so geht es eigentlich nur, auch heute in dieser Zeit wie damals, dass wir uns wieder an einen Tisch setzen, dass wir die Argumente, und zwar nicht unsere, sondern Gottes Wort, zur Sprache bringen und uns danach ausrichten. Dass wir dem einen sicherlich sagen,
da ist Buße notwendig und dem anderen sagen, da ist vielleicht Demut notwendig. Beides muss nämlich an diesem Tisch möglich sein, dass wir uns eben nicht über die anderen erheben und spotten und lästern und dass der andere auch die Möglichkeit hat, ohne dass er abfällige und abwertige Blicke bekommt, dass er sich zu seiner Schuld bekennen kann und dass wir gemeinsam einen neuen Anfang suchen. Es wäre an der Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und zwar sich auf das Eigentliche wieder zu konzentrieren. Wir sind alles Gottes Söhne, verbunden, weil wir getauft sind und neu eingekleidet worden sind, nämlich Gottes Kraft, Gottes Geist geschenkt bekommen haben. Und es wäre ein Jammer, wenn wir die Gräben vertiefen, wenn wir uns voneinander noch mehr entfernen, dann entfernen wir uns, egal wer es tut, auch gleichzeitig von Gott. Liebe ist angesagt und die kostet Kraft. Und deshalb ist es so wichtig, sich an Gott zu wenden und diese Kraft zu bekommen. Ich denke, beide Seiten brauchen Kraft heute. Die Seite, die vielleicht vollkommen falsch behandelt worden ist, dass sie sagt, ja, ich kann verzeihen, ich kann vergeben, ich kann in Liebe auf den anderen zugehen. Und auch die andere Seite, die, wenn sie falsch unterwegs gewesen ist, zu den Fehlern stehen kann und endlich sagen kann, es tut mir von Herzen leid. Beide Seiten sind also gefordert und jeder kann sich selbst aus diesem Wort klar machen, auf welchem Weg er unterwegs ist und was es gilt für ihn, dass er es umsetzt. Möge Gott uns diesen lebendigen Geist geben, dass wir nicht mehr abkanzeln und aburteilen, sondern dass wir die Gemeinschaft, die Gemeinsamkeit suchen, sie ist uns von Gott gegeben und dass wir anhand dieser Gemeinschaft uns wieder versuchen zu versöhnen und miteinander in die Zukunft zu bewegen. Es ist dringender denn je, denn diese Zeit braucht glaubende Menschen. Menschen, die auf andere Werte, auf andere Kräfte, auf eine andere Macht gesetzt haben, nämlich auf die einzige große Macht, die die Welt verändert und immer wieder erneuert, nämlich auf Gott. Möge uns Gott allen diese Kraft schenken, ob Demut oder aber auch Vergebungsbereitschaft oder aber auch Schuldeingeständnis. Wir alle sind, glaube ich, gefordert in dieser Zeit und Gott wartet, dass wir um seine Hilfe bitten. Amen. Wir wollen miteinander stille werden und zu Gott beten. Unser Gebet heute gilt unserem Glauben. Den schwachen Glauben stärke,
den starken Glauben bewahre. Lass uns den Zweifel ehren und alle Zweifler respektieren. Unser Gebet heute gilt dem Glauben der Kirche, der Gemeinschaft. Den Glauben lass siegen über das Gold und lehre uns rechnen mit deiner Kraft. Lass unsere Gemeinschaft wachsen und ihren Aufgaben treu bleiben. Unser Gebet heute gilt dem Glauben aller Christen, dem eigenen Glauben gib Wahrheit, dem Glauben der anderen gib Gerechtigkeit. Lass die Gemeinschaft einander fördern und voneinander lernen. Herr, wir bitten dich, hilf uns, die Gräben zu schließen, aufeinander zuzugehen. Hilf uns, dass wir unsere Schuld sehen und eingestehen können. Hilf uns, dass wir in der Demut bleiben. Erinnere uns täglich daran, dass du uns beschenkt hast, dass wir Söhne Gottes sind, dass wir uns nicht ängstigen brauchen, dass wir mit frohem Blick in die Zukunft gehen können. Unser Gebet heute gilt dem Glauben der Glaubenslosen. Die Wunden eines zerstörten Glaubens heile. Den Hochmut der Leugnung aber steuere. Lass den Menschen in der Not Halt finden. Gib den Seelen den Frieden mit sich und der ganzen Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So lassen Sie uns gehen mit dem Segen Gottes. Die Straße des Lebens komme uns entgegen. Der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe. Die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Sind Sie gut unterwegs, haben Sie viel Freude und Gottvertrauen. Ihr Reini aus den Zeitgedanken.